Jan hat irgendwann mal ITler gelernt, war dann im Maschinenbau tätig. Irgendwann hat Marcel immer mit hochgeschleppt, dann irgendwann den Schreibtisch neben mir gekriegt, wurde dann auch übernommen. Ja, und seitdem werkelt er in der Kunststofffertigung an IT-Systemen rum. Marco hat damals auch bei DC angefangen, in der Verfahrensmechanik, war in der Kunststofffertigung tätig. Ja, nachdem er Techniker war, haben wir auch jahrelang zusammengearbeitet, oben im Bereich DC. Leider ist er dann in die Arbeitssicherheit gewechselt, hat seine Fachkraft für Arbeitssicherheit gemacht. Ja, und seitdem arbeiten wir nicht mehr tagtäglich zusammen, aber richtig trennen kann man uns auch nicht. Also das war sehr emotional. Ich habe auch ganz lange gebraucht, um zu entscheiden, ob ich tatsächlich wechsle. Ich weiß noch den Tag, als Marco mich angerufen hat nachmittags. Ich habe jetzt ja gesagt, ich wechsle den Bereich. Ich dachte, ach, der alte Eumelkopf, warum macht er das bloß? Also das letzte Projekt, was wir zum Beispiel hatten, waren Druckluftpistolen. Da war ich auf so einem BG-Seminar. Jan ist ja für Energie da drüben zuständig. Und dann ist mir eingefallen, es kam ja immer mal zur Sprache, wir haben hohen Energieverbrauch, gerade im Bereich der Druckluft. Und dann habe ich in dem Seminar so eine Druckeinsparen und Lautstärke reduzierte Druckluftpistole gesehen, habe direkt an Jan gedacht. Wir sind also charakterlich ziemlich ähnlich. Beide machen gerne Quatsch, beide machen gerne Blödsinn. Wir kommen immer auf richtig dumme Ideen und haben immer irgendwelche Wetten abgeschlossen. Das letzte war, was war das für eine Wette? Das war, dass wir 8% in 8 Wochen abnehmen. Ja. Die ersten Tage hast du noch schön Currywurst gefuttert. Ich habe mich gequält hier mit Salat und Co. Und der Wetteinsatz war halt 8 Wochen Haare und Bart wachsen lassen. Also ich habe auch wirklich mir Mühe gegeben, jedes Laster von Jan richtig schwer zu bedienen. Ich krieg ihn mal jetzt auf. Machst du es kaputt, ne? Ja, wie soll ich das denn auffuddeln? Oh, sehr schön. So, was haben wir denn hier? Kekse, wie gesagt, Spekulatius, das zum Thema Weihnachten passt sehr gut. Genau, und wichtig auch der Spruch, der da draufsteht. Ach so. Das ist ein Magnet. Egal wie viele Kekse du isst, Schuhe passen immer. Sehr gut. Ach, das haben wir noch, ein paar schöne Wintersocken. Ja, damit, vielleicht wegen die haben auch einen Rutschstopp, damit du dir im Homeoffice... Ja, ich wollte gerade sagen, damit das passiert. Ja, sehr schön, danke schön. Bitte. Okay, so viel habe ich gar nicht für dich, aber... Das ist nicht schlimm. Pass auf, der Tunge ist wenigstens größer. Ja. Bitteschön. Danke. Sehr schön, danke. Oh, mit einem Halter dran. Eine Stopp-Stillgelegt-Kelle. Ja, super, danke. Ja. Die nehme ich mit ins Büro. Ja, das kriegen wir hin. Danke.